Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Replay Super Mario Sunshine. Und es geht weiter in Bayer Paradiso mit der Aufgabe, die Flasche der roten Münzen. Oh ja, der nette Angler. Und das Wasser spielt auch gut. Auf jeden Fall, ich glaube, mehr blaue Münzen werde ich momentan nicht finden. Holger, ich weiß. Ja, jetzt weiß ich es. Was ich jetzt weiß? Ich weiß, warum Wasser so verschmutzt ist. Logo. Ja, dass ich das Wort mal wieder höre, dieses Logo, das sagt, glaube ich, heute kein einziger mehr. Die Antwort bist du. Du bist auf den Grund des Meeres. Natürlich ist dir das momentan nicht möglich. Ich habe ein Areal, in dem du deine Fertigkeiten testen kannst. Ole, ole, ola, Flasch rein, yippie. Mit diesem Helm kannst du viel länger unter Wasser bleiben. Bewege dich mit dem Dragback und hole die rote Münze. Aber übertreibe ich nicht. Geht dir die Luft aus? Schnapp dir da eine andere Münze, um Luft aufzuwellen. Kann das losgehen? Bitch, claro. Also kann ich eigentlich keine Tipps zu diesem Level geben. Nur, dass es eben praktisch auf Zeit ist und ihr möglichst schnell fertig sein solltet. Die Steuerung ist ein bisschen so lala. Ich kann auch sagen, ihr werdet nur diese Schwebedüse brauchen können. Der Rest ist jetzt nicht so, der Renner. Ich hol mir mal erstmal die. Okay. Also das Level ist leicht. Eigentlich ein wenig zu leicht. Für meinen Geschmack. Ich habe ja schon wieder die Hälfte der Münzen. Und man kann eigentlich auch relativ gut sehen, wo eigentlich die ganzen Münzen sind. Ja, also ist es kein Ding. Kein Ding der Möglichkeit auf jeden Fall. Hey, kann ich das auch benutzen? Nee. Das kann ich komisch wieso nicht benutzen. Okay. Ah, das kommt selbstständig. Ey, jetzt komm. Alter. Okay, dann muss ich eben anders machen. Ich gehe immer daneben. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Das ist aber auch das einzig Schwierige daran. Ey, jetzt komm schon! Na, endlich. Guck, mir fehlt nur noch eine. Guckt. Oh nein. Scheiße. Und da ist schon die Signe. Also, es ist alles andere als schwierig. Vielleicht ist eine mit... mit der Münze, die ich gerade vorhin wenig rumgemeckert habe, ist vielleicht das einzig Schwierige. Und die Steuerung vielleicht. Aber ansonsten, das ist schnell. Es ist auf jeden Fall kein Ding um Möglichkeit. Das ist auf jeden Fall richtig halt. Also, es ist jetzt so. Nur mal so eine kleine Frage. Obwohl eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit. Sollte es so sein, dass die große Flut, von der geredet wird, unter anderem, einsetzt, bevor ich alle Level gemacht habe, also alle Welten besucht habe, ich glaube, ich werde trotzdem alle Welten besuchen. Ich meine, ich schon Let's Play. Und kein, Rush oder so. Okay, jetzt kommt eigentlich das schwierigste Level meiner Meinung nach. Und zwar müssen wir einem gigantischen Walfisch die Zähne putzen. Oh Mario, du begibst dich nur auf den Grund des Meeres. Upsi wartet oben auf dir. Und trage dies. Dieses Seil ist eine Abkürzung direkt zu Upsi. Perfekt. Wie findet denn ihr bitte das Spiel bis jetzt? Also ich bin ganz positiv überrascht. Obwohl, es war ja auch Teil meiner Kindheit, also mit dem hier. Kann ich da hoch? Auf jeden Fall, das Bayer Paradiso steckt voller Geheimnisse. Und ich kann leider nicht alle ergründen und ich kann leider auch nicht alle hier jetzt benutzen und so. Und halt, ich kann halt nicht leider alles zeigen, ja. Es geht mal hauptsächlich um den Sieg, denn die blauen Münzen sind eigentlich nur Nebensache und ich hole sie nur dann, wenn es wirklich jetzt vonnöten wäre. Wo ist denn der Typ jetzt? Ich glaube, kann jetzt zu hoch. Okay.
oder? Auf jeden Fall beim Wasserfall, wie der ist. Hier. Doch, ich glaube, ich bin eins zu blöd. Ich glaube, es war jetzt nicht der Dach. Hey, nee, halt, wartet mal, wo ist denn der jetzt? Er ist doch hier beim Wasserfall, habe ich gedacht. Tatsächlich hier, okay, es war schon richtig, was ich getan habe. Okay, dann gehen wir jetzt hier hoch. Halt! Uno Momento. Ist hier eine blaue Münze drin? Nein, nur eine normale. Interessiert mich nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, jetzt ist hier das Geheimnisreichste. Nur das Hotel könnte es vielleicht noch übertreffen. Also solltet ihr das Spiel selber besitzen, nehmt doch besonders viel Zeit für dieses Level. Du scheinst bereit zu sein. Der Schmutz kommt von einem Riesenaal. Er haust im Heim unserer Vorfahren. Am Grund des Meeres in Lestat gefährliche Hohlräume entstehen. Seh es dir mal an. Tatsächlich. Der entkorkte Wasserfall schafft eine Öffnung durch den Schmutz, die als Eingang dient. Spring hinauf. Tauche zu Grund und putze die Zähne des Aals. Doch sehen wir seinen Schmerz und der kehrt nach Hause zurück. Auf, sammle deinen Mut und tauche. Yay! Nein, nein. Geh hier rein. Perfekt. Okay, ist jetzt praktisch ein Bosskampf. Aber wir müssen hier nochmal rein wegen roten Münzen. Ich weiß halt jetzt nicht, was ich jetzt direkt tun soll. Auf jeden Fall sollten wir uns ihm nähern. Etwas. Okay, okay, ich verliere Leben bis zum geht nicht mehr. Das ist schlecht. Ich habe leider keine Ahnung, was ich da jetzt wirklich tun könnte. Okay. Ah, perfekt. Gut, wir müssen nämlich da rein. Putzen, putzen, putzen. Verdammt. Das war schlecht. Aber wir haben schon gut geputzt. Okay, okay, jetzt müssen wir erstmal unsere Leben auffüllen. Erstmal Leben. Und kommt er wieder? Ja. Und wo ist er denn? Da oben. Geil. Okay, schnell machen. Verdammt. Egal, lass doch ruhig fressen. Das macht gar nichts. Und vielleicht einen Schaden. Nein, nicht einmal. Der spuckt doch nur einfach aus. Aber es ist kein Ding, nur eine Möglichkeit, das haben wir eigentlich in den Ruckzug geschafft. Nur eben solltet auf eure Leben achten, das ist das Wichtigste. Okay, der Zahn auf jeden Fall. Verdammt, der wird immer schneller. Okay. Auf jeden Fall, die Münzen reichen eigentlich allemal. Das ist kein Ding, nur eine Möglichkeit. Okay, okay, ist jetzt doch ein bisschen knapp. Nein, ich will die müssen. Auch sie. Okay. Oh, kommt auch wieder. Hey, wir sind denn überhaupt jetzt noch zwei? Okay, einer ist weg. Der letzte. Verdammt. Okay, es muss auf jeden Fall jetzt alle mal rein in die Leben. Es gibt eigentlich nichts mehr, das zu fürchten, glaube ich. Nee, okay. Ja, gerade. Okay, ja, komm her. Wo soll ich herkommen, Alter? Okay.
okay, okay. Zahn. Alter, ich habe aber schnell. Wie, was soll denn das? Vielleicht darf ich ja nicht direkt da rein. Trotzdem, jetzt wird's knapp, ey. Okay, ich brauche wieder Lebenspunkte. Nee, ich stirb jetzt. Wäre jetzt scheiße. Okay. Wart mal ein bisschen. Ich benutze jetzt die Schwebedüse für den letzten. Okay, ich glaube, der geht wieder, kann das sein? Nein. Ach, leck mich. Okay. Okay. Nimm das. Und geschafft. Und da ist eine Insignie drin. Okay, dann wäre diese Mission auch erledigt. Oh, ein Herz. Süß. Und wir haben einen neuen Freund. Und jawoll. Okay, aber jetzt möchte ich erst noch in nochmal zum Strand gehen. Und danach klappt noch nur zu Porto Doro und dann nochmal 2 blaue Münzen holen. Okay? Das machen wir noch schnell. Das habe ich jetzt nämlich gerade Bock, damit ich mich um die nicht weiter kümmern muss. Ja. Denn ihr wisst ja, ich habe eigentlich ein Porto Doro, glaube ich, und hier, wenn jetzt, glaube alle Münzen, es fehlen nur noch in jedem Level jeweils eine. Die konnte ich nicht holen, weil das nötige Item fehlte. Und ich würde sagen, wir holen es uns einfach jetzt. Oh, machen wir das doch. Hauptsache, die Schwebedüse ist da. Ich meine halt die Raketendüse. Die müsste jetzt da sein. Tatsächlich, da ist sie. Okay. Und dann zum Level. Ich meine zum... Ja, zur Münze. Die ist da oben. Hä? Habe ich die schon geholt? Dann habe ich die wohl schon geholt. War der hier? Ah, oh, das ist mir jetzt peinlich. Ich dachte, ich habe ihn doch gerade. Ja, den haben wir auch. Okay, auf jeden Fall wollen wir nach Porto Doro. Das auf jeden Fall noch. Also zum Hafen. Ich hätte gedacht, ich habe die nicht eingesammelt. Naja, okay, ist ja schon seit Ewigkeiten her, seit ich mal wieder hier bin. Ja. Naja, okay, wir schaffen es auf jeden Fall. Ich nehme hier mal das letzte Level. Das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Vielleicht kann ich es ja jetzt machen. Probieren wir das mal. Und ist Yoshi da? Er sollte. Und was sagt die Umgebung? Die sagt nichts. Wäre auch egal. Ich meine... Wer das Spiel hat, für den macht das Let's Play eigentlich ja eher mehr Sinn, als für die, die nur zugucken wollen. Und ich finde, ich ist nicht so schlimm, wenn ich mal ein Level mal auslasse. Beim letzten Let's Play habe ich ja jedes 8. Level auch ausgelassen, weil ich es nicht wollte. Doch, Yoshi ist da. Aber ist auch das Ding, was ich brauche, da. Ja, ist es. Auch zufällig. Ne, hier nicht. Aber hier. Oder?
Nein, das ist einfach nicht da. Ich kann diese eine Münze nicht holen. Ich kann die einfach nicht holen, es tut mir leid. Tut mir leid, aber ihr braucht dafür die Schwebedüse und ihr müsst ihr irgendwie freischalten. Aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Okay, er will eine Muskatnuss. Wir versuchen mal unser Glück. Beziehungsweise ich versuche mein Glück. Nicht das, was ich wollte. Nicht das, was ich wollte. Das, was ich wollte. Hey, na. Das darf jetzt nicht euer Ernst sein. Arschlöcher. Ich hab keiner. Ja, okay, versuchen wir es übernommen. Okay, okay. Also ich glaube, das Level an sich ist auch nicht direkt schwierig. Yoshi darf halt nicht ins Wasser. Aber das ausgerechnet jetzt so ein blödes Ding will, bitte. Scheiße. Das regt mich jetzt ein bisschen auf. Nein. Ja, ja, komm. Jawoll. Wir haben's. Ich hab blöd, dass man das Ding nicht greifen darf. Oder kann. Okay, okay. Jetzt muss ich erstmal den Weg finden. Scheiße. Kann ich hier Plattformen mitbauen? Tatsächlich. Okay. Das ist komisch. Okay. Na, jetzt komm her. Okay. Aha. Und jetzt ist es hier oben. Und ab da brauche ich noch schon nicht mehr. Aber ich habe hier hinten was gesehen. Das muss ich wegmachen. Jawoll. Nur könnte ich den doch noch gebrauchen. Stimmt. Ich brauche den doch noch. Verdammt. Aber wie kann ich das jetzt erreichen? Nein, Yoshi. Verdammt. Aber wir haben das Grundlegendste getan. Wir brauchen jetzt Yoshi nochmal. Hoffentlich müssen wir nicht wieder so eine doofe Muskatnuss nehmen. Aber ich glaube es trotzdem. Wird das irgendwie rüberkommen. Und da ist schon mal eine blaue Münze. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon gesehen habt, aber ich habe sie gesehen. Ich habe die wohl mal, vergessen oder so. Jawoll. Okay, okay. Auch, ich würde sagen, wir machen das Level jetzt noch fertig. Ja. Okay. Nee, ist ernsthaft, hier sind alle Dinger noch. Außer eins.
Der ist da jetzt noch offen. Okay. Ja. Ausgerechnet die Turbodüse, da kann man auch nicht reden. Ja, die Schwebedüse halt. Oh, verdammt, bin doch gefallen. Und man will jetzt Yoshi. Und er will das gleiche wie vorher. Nein. Natürlich! Mein Gott, also ich mach sowas nicht. Wenn ich mal hinfliege. Ich glaube, dieses Level ist ein bisschen länger als die anderen. Falsch. Aber ist mir denn mal das Richtige gekriegt, ey. Aber auch hätte ich glaube mit Yoshi da hochkommen. Und da ist es schon. Wir hätten es fast geschafft. Aber hey, habe ich das gesehen? Das sind blaue. Hä? Das kommt halt her. Hallo, ich will, dass er den blauen frisst. Tatsächlich, da ist eine blaue Münze. Blaue Schmetterlinge geben auch blaue Münzen. Nein. Nein! Nein! Menno! Ach, ich mache jetzt mal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.